Hallo und herzlich willkommen beim HWSQ bei... Alter, das Menü hier sieht übrigens mega aufwendig auf, fällt mir gerade auf. Nice, ne? Das merke ich jetzt erst wie... Wow, also all diese Grafiken... Ich glaub, das könnte ich jetzt nachbasteln, wenn ich wollte. Aber jetzt schon keinen Bock mehr. Also 50 fände ich für den Grafiker auf jeden Fall. Nein, wir sind alle sehr gehypte Lügen gerade alle. Hör nicht auf die. So, wir spielen Pacify, das heißt der Befrieder. Ja, das heißt Pazifi. Der Befrieder... Der Befrieder... Ich dachte, das wäre irgendwas mit Pac-Man oder so ein DLC oder so. Pacify? Pacify. Ich habe auf jeden Fall für das Spiel mein ganzes Konto geplündert. Es war viel zu teuer. Ja, gut, ja, das ist natürlich. Also doch edel. Ist halt Full Price, ne? 60 Euro, aber dafür hast du halt auch schon deine 8 Stunden Spielspaß. Mehr als bei Call of Duty. Let's go. Ja, ja. Also okay. Es wurde uns von der Community dringend empfohlen, ne? Currywurst Kevin. Und aber Currywurst ganz kurz, Kevin. Ist das nicht das erste Mal so. Fast neben, was haben wir denn sonst ähnliches gespielt, außer Dead by Daylight? Ja, es ist das erste richtige Horror-Ding. Ne? Vor allem ist es aber, glaube ich, das erste Mal so, dass wir zusammenspielen. Ach, egal, wir spielen ja, jetzt. Wir hatten schon mal so ein Horrorspiel mit dem Keller und einer war der Böse und bla. Ja, ja, aber es gibt ja keinen Bösen jetzt. Also wir sind ja alle ein Team jetzt, oder nicht? Wir sind alle so. Oh, warte. Hey, wer ist denn das? Troll, Alter. Wer ist denn wer? Wer ist das hier? Bitte, das Pirat, ich bin Mann. Spring mal kurz, Pan, spring mal. Das bin ich. Okay, Pan ist die Schwarze, der Schwarze. Ich bin Pan, okay. Tobi ist die Frau. Tobi ist immer die Frau, Curry ist der Kleine hier, der ganz Kleine. Wer bin Junge, ich denn? Du bist einfach der Berg, Alter. Ich kann aus der Berg hier aus. Hä, wieso bin ich mal? Das ist Fettshaming. Das ist auch wie der Ort von WoW, deine Koteletten sind breiter als meine Oberschenkel, Alter. Echt? Warte mal, steht bei mir Pan drauf? Bei dir steht hinten Pan drauf. Bei allen wir stehen. Bei euch auch? Ach, Pan, wow, Pan oder Pan? Das beste Spiel der Welt! Okay. Aber die Felgen sind auch ein Spot hier vor dem Auto, ne? Ja, die Felgen sind super, Alter, die sind nice. Und Spot, Alter. Ja. Vor allem die weiße Karre, schwarze Rims, hat da genau mein Ding. Ich bin mit Geld draufgegangen, können wir hier auch noch? Diese Charakterverteilung! Achso, wir müssen uns das Haus noch anschauen, ach du Scheiße. Ja, dann ja. Berg hier mal vor, komm. Also, es sieht halt echt aus wie ein Ork, ne? Es ist von dem Macher. Weißt du, Tobi, du bist auch so ein Arschloch einfach. Ich wollte dir gerade Infos geben, aber keiner hört auf mich. Ja, gib mal Info. Ganz kurz, ich finde, der Regen ist mega unauffällig. Ja, der Regen ist geil. Hey, wir müssen ins Haus rein. Warum wollt ihr denn? Was wir noch nicht wissen, ist, das geht. Ey, wir lassen uns doch erstmal durch die Fenster gucken. Ist das Wasser oder Milch, was da runterkommt? Ich weiß nicht. Büffelsperma. Ja. Dieser Blitz dahin sah einfach aus wie so eine Bronze. Hey, ich springe mit Steuerung? Oh, mit Steuerung springen. Ja, cool. Warte, lass uns alle freuen, es kommen mit. Hey, hier geht's in den Keller. Ich will vorne anklopfen. Nein! Hä? Was hast du nicht? Ich bin fett. Oh. Ey, durch die Tür passt du niemals durch, Alter. Hä? Jetzt, wo wir unten sind, sagt er, guck mal beim Haus, es gibt einen Zugang zum Keller. Was ist das? Die Tür ist verschlossen. Alles klar, ist Curry. Ach, Mann, ey. Oh, hier ist ein Zettel. Hier ist ein Zettel. Ich muss so sagen, der Tobi liebt Horrorspiele. Hier ist ein Zettel von Vult Ludere. Ich habe versucht, sie zu retten, aber ich habe versagt. Ich gebe auf. Ich gelobe, Gretchen zurückzubringen, aber ich fürchte, das Mädchen ist für immer verloren. Gretchen, mal ganz kurz, wo bist kann du? Ich irgendwie den Sound leiser machen? Gretchen ja, ist die Schwester vom Programmierer Sean. Ich glaube, ich mache das auch nochmal kurz den über Sound Windows leiser. Mixer. Windows Mixer habe ich das gemacht. Über Windows Mixer, okay. Wichser, ja. Windows Wichser, ja. So, ein bisschen besser. Hey, was ist los? So, hi. Okay, wer Licht an ist, ist feige. Lass mal alle ausmachen. Ja, lass mal losgehen. Lass mal ausmachen. Ja, damit okay. Auch die Horror. Oh Gott, nein! Guck mal hier, was? Ich kack mich ein, ey. Warte mal, Erik, bleib mal so, Erik. Ja. Oh Gott, hässlich, Alter, ey, Pan! Hey, willst du sagen, ich bin hässlich? Pan, warte mal, du bist Mbappé, Alter! Da bin ich! Wer? Wer? Aber ich! Du bist Mbappé, Alter! Ist das Mann oder Frau eigentlich? Jetzt mal die Hose aus, Pan, los! Hose aus! Ich kann nicht! Alles klar, ciao! Da geht die Treppe hoch, aber ich wollte erstmal unten gucken. Achso. Ja, dann die hätten aber ruhig mal aufräumen können hier, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Hier ist Holz. Ich habe Holz genommen gerade. Geil, nee. Holz. Ja, Holz, lass uns doch mal eine Hütte bauen. Hi, Leute. Ja? Hier ist, Hä? Hä, was war das? Warum hast du das in die Hand genommen? Tobi, warum? Alpan, warum? Nimm das! Kann das jemand nehmen? Lass das los! Du hast voll die hässliche Puppe in der Hand. Die ist voll bleib mal stehen. Ich will die nicht. Nein, jetzt bleib doch mal stehen!
Wenn du die jetzt nicht aufgenommen hättest, dann wäre nichts passiert und jetzt ist das Monster frei. Oh Gott, der Kopf dreht sich langsam zu dir! Was? Hör auf, ihr liebt doch alle! Tschüss! Was denn? Ich muss weg, ciao! Alles klar, tschüss, Bahn! Oh, ciao, Bahn! Hör auf, ihr seid voll kacke! Hase, pass auf mich auf, Blödmann! Hey, wo seid ihr? Voll seid scheiße! Ich bin hier bei den Weinfässern. Hier ist wieder eine Notiz. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Notiz... Oh Gott, ich hab Angst alleine. Könnte mal bitte jemand die Notiz lesen davor? Hier ist Wein. Hey, kaum ist der Erik bei den Weinfässern, sehe ich ihn gar nicht mehr. Ich bin sofort dabei. Tobi, das ist alles Fettshaming, ne? Ich weiß, ich schreib das gleich auf Twitter, in sieben Absätzen. Leute, hier ist eine Notiz. Hier. Wo denn? Achso, na hier eigentlich, ne? Achso, hier ist Luderes Bestattungsinstitut. Wir bieten Dienstleistungen Ihrer Zeit der Not an. Erholung, Bestatter, Zeremonie, Beerdigung, Einäscherung. Vereinbaren Sie einen Termin. Wir bieten auch private Dienstleistungen an, jetzt überall in Deutschland. Jetzt mal ganz kurz, warum kann man das Holz aufnehmen? Bestimmt später, weil man Feuer machen muss, oder? Ah, so. Also ich habe Conjuring House gespielt, das ist ja jetzt anders heißt das Spiel. Da muss man Puppen verbrennen, vielleicht muss man hier auch Puppen verbrennen. Ja, das wäre natürlich nice. Das wäre bestimmt cool. Beruhigend. Kann man auch Menschen verbrennen? Ich glaube, bei dir brauchen wir ein bisschen länger. Warte doch. Ich werde knusprig. Was hat denn hier? Ach da. Ein Schwert. Boah, Erik, was? Ey, ich weiß, der Kurier macht, ey. Was? Ey, das war der Erik, das war ich doch gar nicht. Oder der Erik, boah. Jetzt mal ganz kurz. Tobi, weißt du, gerade du von allen Leuten, weißt du? Hey. Also doch, warte mal, hier war die Treppe, ne? Warte mal, ja, ich guck mal schnell hier hinten. Hier ist aber... gerade, als wären wir irgendwie in so einem Horrorhaus auf einer Kirche. Hier ist auch noch ein Gang. Was war das? Was war das? Mbappé, geh mal gucken. Tobi, warst du das? Nein. Ey, das waren locker deine Clownschuhe. Hier ist ein. Quick. Hä, ist das eine Gasheizung oder? Alter, ist ein Mob. Nee. Das ist Mobbing. Hä? Was war das? Schon wieder? Warum quietscht denn hier was? Hä, was ist das? Alter. Ich quietsche aber die ganze Zeit voll. Ich muss das nochmal lauter machen ein bisschen. Warte kurz, bleib eben ein bisschen stehen. Aber was ist das? Was quietscht denn hier? Ja, das muss so sein. Das ist normal. Das ist das sind Holzdecken, ne? Vielleicht ist über uns irgendwas. Ja, genau. Da kackt gerade jemand. Ich hab's genau gehört. Ich kann das wirklich... Was ist das denn hier? Hier ist noch mehr Holz. Warum ist hier so viel Holz? Geil. Holz ist ein Game. Ofen. Hier laufen Kakerlaken drin. Was war das? Das war ich. Okay. Kann man den Hexe verbrennen? Habe ich die Puppe noch in der Hand? Ja. Also ich glaube, du bist auf jeden Fall die Erste, die da irgendwie gesucht wird, wenn die uns erwischen, dann. Das ist gut, das ganz ehrlich, das beruhigt mich. Nein! Kann man sich im Schrank verstecken? Nö, kann man nicht. Wer jagt uns hier eigentlich oder jagt uns überhaupt? Keine Ahnung. Wir müssen, glaube ich, auch einen Schlüssel suchen, ne? Also, wie einen Schlüssel suchen? Aber es war doch davon die Rede, dass der einfach das Haus... Ich glaube, wir hätten nicht durch den Keller am Anfang gehen sollen, sondern einfach durch die Tür. Ja. Doch. Aber die Tür ist aber schon abgeschlossen, oder? Karri. Achso. Feige. Was ist denn? Oh. Warte. Okay, ich geh da jetzt hoch. Okay, Karri, komm mit! Komm, Leute, wie geht's? Nein, geh da nicht hoch, das ist scheiße! Ich bin bescheuert, Karri! Ich schwitze so sehr! Wir können uns alle hinter dem Berg verstecken. Was war das? Hä? Da war der Curry hier hinten. Curry, Arschloch. Ich war das nicht. Hier sind aber Schritte. Was? Wie Schritte? Da rennt jemand. Und hier steht noch eine Puppe. Falls jemand haben will, hier steht noch eine Puppe. Ich könnte gerne alle. Ich nehme auf jeden Fall mitnehmen. Da draußen ist auch eine Puppe, Leute. Ich nehme nicht mit. Hier draußen ist. Kann mal bitte jemand die doofe Puppe mitnehmen jetzt? Ich nehme die Puppe. Ich nehme nicht mit. Hier ist noch eine Notiz. Ja, aber. Alter, hier läuft. Hä? Warte, hier ist ein Schlüssel. Oh! Ups. Und eine Puppe. Hinter dir steht eine Puppe. Ja, die ist tap, ne? Okay, ich hab eine Puppe. Ihr müsst trotzdem, einer von euch muss die Puppe nehmen, Mann. Wir müssen diese Scheiße. Ja, ich hab auch eine Puppe. Ich bin mir eigentlich nicht sicher. Hä, was meinst du, Tobi? Nimm die Puppe ruhig, Erik. Hier. Die liegt da, ich komm da gar nicht ran. Alter, mach doch sowas. Was ist das denn hier? So, was ist das für eine Notiz? Wieder so eine Notiz oder was? Auch nicht dran, leider. Oh, hier, warte. Ich kann nicht ohne weiteres erklären, was passiert ist. Ich habe meine Frau an den Tod und meine Adoptivtochter an das Böse verloren. Meine Tochter ist von einer Dunkelheit besessen, die nicht kontrollierbar ist. Wenn sie noch hier ist, bist du in Gefahr. Mir fällt nur eine Lösung ein, die sie vielleicht noch für immer aufhält. Verbrenne die markierten Puppen. Ja, super. Dann Pan. Ach, da steht Pan. Aber wir haben immer noch nicht geklärt, was hier drin rumtapselt. Das ist doch einer von euch muss diese Puppe hier nehmen. Tobi? Ja. Mach doch mal. Curry hat eine? Ich hab. Also, ich werde da jetzt sag mal, nicht. Sag mal, ganz kurz, ganz ruhig. Hört ihr das?
Ja. Ja, das kommt. Da waren so schwere Schritte, ne? Oh Gott, ja! Die Tür ist aufgegangen. Oh nein, wir haben uns aufgeteilt. Wo seid ihr? Oh nein, oh nein! Tobi! Wo seid ihr? Ich bin oben! Ich bin hier bei dir! Wo bist du? Wo sind die anderen? Tobi, Bist du bei mir? Ach da! Ja! Wir haben uns aufgeteilt, Tobi! Oh nein, Scheiße! Wollen wir nach oben? Nein, ich will nicht nach oben, Tobi! Also wir sind hier oben, wir warten auf euch! Oh Gott, wir sind oben bei diesem Ballsaal. Bei dem Ballsaal sind wir. Also, die ist hier aber nicht, also ihr könnt ruhig runterkommen. Ja, gute Idee. Yeah. Oh, ich wagge fest. Oh Gott, das Licht ist ausgegangen. Die ist hier wirklich nicht. Oh, warte, hier ist gerade eine Tür gegangen. Warte, das war ich, ich habe die Tür geöffnet. Achso. Ihr müsst einfach nur durch den Ballsaal oder was auch immer das ist. Lass mir ganz kurz den Ventilator auf mich. Der Ballsaal hat. Ja, da ist sie aber nicht. Die ist hier ganz in der Nähe. Was ist das? Hast du das gesehen, Tobi? Wollen wir gehen? Wo war der Keller nochmal? Da ist die! Da ist die! Die fliegt hier rum! Die fliegt hier rum! Die flog da gerade rum! Tobi, was machen wir denn jetzt? Okay, ich geh schnell nach unten. Schnell nach unten. Scheiße, hier geht's nicht. Nein, wir müssen uns schnell nach unten, schnell nach unten. Oh Gott! Komm zu uns! Wo seid ihr? Warte! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, sie hat dich! Nein, sie hat dich! Warte mal, komm Tobi, wir gehen da jetzt hin, wir retten die jetzt. Oh Gott! Kann ich irgendwas machen? Wo ist denn die? Ich bin eine Puppe! Was oh, du bist du? Wirklich eine Puppe? Oh Gott, ich komm ja auch nicht weg! Tschüss! Das war's! Wo seid denn ihr? Seid ihr oben? Hey, was macht denn die hier? Die macht Headbanging. Hä? Hase. Die steht genau vor mir. Hey, du bist eine Puppe! Hey, die Puppe rennt weg! Die steht genau vor mir! Die steht genau vor mir und macht nichts! Hey, warum bist du so mini? Mbappé, die steht genau vor mir! Hallo, ich krieg grad Blowjob! Hallo, könnt ihr mal bitte weggucken? Ich will jetzt nichts machen. Hä? Was macht die denn jetzt hier? Hä? Die steht genau vor mir. Die hat sich gerade bewegt, ne? Alter, warum bist du so klein? Hä? Ich weiß nicht! Achso, du bist echt witzig geworden! Guck mal, Papa! Hey, jetzt ist die weg, oder? Nee, bei mir ist sie noch da! Ey! Du bist so klein! Alter. Das ist voll süß! Jetzt mal ohne Witz. Oh nein, sie hat eine Puppe! Aber was heißt das? Die hab ich hier gerade gegeben, irgendwie! Okay, warte! Hä? Hey. Oh, ich kann die schubsen! Yeah! Gute Idee! Das war eine gute Idee! Oh Gott, komm! Du bist eine Puppe! Was seid ihr denn jetzt? Warum ist hier so ein Mini-Mbappé, Alter? Okay, ich guck jetzt nochmal rum. Erik ist doch jetzt auch eine Puppe, oder? Ja, aber ich hab immer noch Taschenlampe. Oh, da kommt die Puppe, die kommt! Ich gehe mal hinterher, Alter. Komm, cool! Wir müssen Erik finden! Erik, komm! Ich bin hinter ihr, ich bin genau hinter ihr, ich laufe hier einfach hinterher. Komm zu uns, komm durch den Ballsaal, wir sind hinter dir. Ja, komm, wir sind hier. Aber ich kann sie doch jetzt beobachten, weil mir tut sie ja nichts mehr. Ich bin doch schon eine Puppe. Hä, wie geht ihr die Treppe hoch? Wie geht die denn die Treppe hoch, Alter? Nein! Kass, jetzt komm doch mal hier, komm mal runter. Sie kommt die Treppe runter, Ja, aber ich kann sie doch tracken und ich kann euch doch Bescheid sagen. Sie kommt jetzt die Treppe runter. Ich kann euch immer Bescheid sagen, wo sie ist. Siehst du uns auch in so Großpan, oder? Ja, und ich frage mich ganz schön, wie ich aussehe. Vorsicht, sie kommt jetzt in den Ballsaal. Sie kommt in den Ballsaal. Tobi, ich hab einen Schlüssel, das ist. Sie biegt rechts ab. Warte. Ich höre Sachen lachen irgendwie von links und rechts. Es ist sehr dunkel. Wow. Sie steht vor einer abgeschlossenen Tür und kommt nicht durch. Ich hab Streichhölzer gefunden. Und jetzt steht sie vor einer offenen Tür und kommt nicht durch. Was ist denn mit dir? Ah, oh, hier ist doch eine Puppe. Ja, können wir nicht mitnehmen, glaube ich. Ich glaube, die hat sich gerade festgebackt. Scheiße. Warte, sie kommt. Hast du Curry? Das scheint wirklich sehr interessant zu sein. Ich höre sie wieder. Sie kommt jetzt. Sie steht hinter der Tür zum Ballsaal, genau dahinter. Ja, okay. Oh nein, ich frag mich halt, ob ich mich irgendwie. Hä? Was ist hier los? Können wir dich vielleicht verbrennen? Nein, ich frag mich, ob ich mich. Nein, bitte nicht. Ob ich mich irgendwie zurückverwenden kann. Was war das? Ich hab keine. Oh! Wer war das? Verriegelte Tür erfordert Saalschlüssel. Okay. Ja, ich hab einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, welcher Schlüssel das ist. Da vorne ist auch irgendwas. Ah, okay. Ich weiß, wo die Saaltür ist. Okay. Hier sind Streichhölzer. Ich habe Streichhölzer gefunden. Habe ich auch, aber wo macht man die scheiß Dinger jetzt an? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, könnt ihr das trotz. Ah, nee. Ja? Bist du noch bei ihr, Erik? Ja. Oh, sie war wütend. Oh, oh. Irgendwas passiert. Oh Gott. Wow. Oh, und sie fliegt davon. Was? Ja. Sie geht jetzt. Wieso?
in irgendeine Tür rein. Durch eine Bibliothek oder sowas. Bibliothek? Ja, irgendeine Bibliothek. Und kommt jetzt in so ein... ich glaube, die ist jetzt im Ballsaal hier. Kann das sein? Da, wo so eine große Treppe ist. Oh Gott, da brummt was. Oh, da ist sie! Tobi, wo bist du? Jetzt ist sie in der Küche. Sie ist in der Küche. Ja, aber du bist jetzt von jetzt ist sie draußen. Sie fliegt jetzt draußen rum. Sie ist nicht mal bei euch. Sie ist nicht mal bei euch. Sie fliegt jetzt draußen rum. Die ist hinter mir her. Alter! Hä, aber die ist jetzt einfach... hochspringen. Jetzt ist sie verschwunden. Was ist das da? Ich habe einen Schlafzimmerschlüssel gefunden. Ah, super. Oh Gott, da kommt irgendwas Gebrummtes. Oh ja. Hä, die ist einfach despawned und ist jetzt einfach. Ich glaube, die kommt da links. Da hinten ist sie, ja, ja. Oh, die ist wieder weggegangen. Tobi, wo bist du? Ach, guck mal. Ich will den Erik gerne sehen. Hä, warum kann ich so hochspringen? Boah, Alter. Wow! Mal kurz in die Küche, warte mal. Hallo. Hm? Ich hab noch eine Puppe. Okay, Tobi, hier. Ah, da bin ich wieder. Nice. Vorsicht, 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 hier kommt wieder. Was? Ich mach mal die Tür zu, mal gucken, ob die hier durch. Boah, ist das noch riesig. Oh ja, die ist in der Küche, die ist in der Küche, fliegt durch die Küche, die Treppe runter. Die ist runter zum. Fliegt hoch und jetzt durch die Tür, die gerade geschlossen wurde. In die Tür. Ja. Hier, ich gucke hier gerade voll unter den Rock. Oh. Die ist hier oben. Hey, wo seid ihr denn? Oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Hilfe! Wo seid ihr denn? Ach, hier. Oh Gott, sie kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moin! Als Puppe brauchst du nicht weglaufen. Oh, ich glaube, die ist sauer. Oh Gott, oh Gott, Tobi! Sie hängt an der Tür fest. Oh nee, sie ist durch. Okay. Oh, jetzt hat sie sich in das. Oder? Hilfe! Tobi, wo komm her? Tobi, komm her! Tobi, komm doch her! Wo ist die? Die hat sich gerade despawned irgendwie. Das ist alles, wenn die hier mit dem Rasenmäher die ganze Zeit rumfahren. Michi, wie wär's mal mit Drachengold? Warum haben wir auf einmal zwei Unpa-Luftpassen? Hast du meinst, wir können uns irgendwie wieder groß machen? Ich weiß nicht. Hä, wieso sehe ich dich eigentlich so klein? Also bei mir bist du immer noch so klein. Ja, ja, ich bin klein, immer noch. Aber ich bin auch klein, oder? Ja, du bist sehr klein. Tobi, was? Lauf hinterher, lauf hinterher! Was war das denn? Was ist denn los, Alter? Hä? Schnapp die Puppe, schnapp die Puppe, schnapp die Puppe. Ich hab sie. Hä? 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 Oh Gott, Tobi. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh. Okay, hier liegt noch eine Puppe. Man muss aber die markierten Puppen verbrennen, ne? Die markierten Puppen muss man irgendwie verbrennen. Ja, ich hab eine markierte Puppe. Aber wo verbrennt man die? Wie verbrennt man die? Keine Ahnung. Wieso können wir so hoch springen? Oh, hier ist eine Notiz. Ich weiß ein Kamin auch nicht. Oder so? Oh, der Kamin der Kamin ist zugestellt, siehst du das? Ja. Vielleicht ist oben noch einer. Oh, ich bin gerade durch die Decke nach oben gesprungen. Cool. Da oben ist die gar. Okay, da kommt sie runter. Nee, die geht in die andere Richtung. Was ist denn mit dir? Doch, die kommt doch runter, die kommt doch runter, die kommt doch runter. Oh Gott, oh. Hey, voll der V8-Motor, Alter. Von der Arme, ja, ist schon cool. Ja, die sieht halt auch geil animiert tatsächlich, finde ich. Ne, finde ich auch. Dass das jetzt so ein Indie-Game ist für, und ich muss aber sagen, 3 Euro. 4 Euro, ne? Jo, ciao. Oder? Tobi, wo bist du? Ja, 3,89 Euro oder so. Okay, du bist hochgegangen. Alles klar, sie kommt nach oben, sie kommt nach oben. Gerade dezent uncool. Hase, du bist so süß, weil du so klein bist. Ich bin alleine. Was? Sie geht wieder runter, sie geht wieder runter. Curry ist alleine? Oh nein. In der Lobby. Oh, warte. Ich glaube, sie kommt dich jetzt besuchen, Curry. Was? Sie kommt jetzt die Treppe runter. Sie ist im Keller, sie ist im Keller, alles gut. Curry, hattest du einen Saalschlüssel gefunden? Hey, wer ist das? Schlafzimmerschlüssel. Ah, Schlafzimmer, okay. Dann bist du okay, ganz kurz, Dachboden ist eine Scheißidee. Wieso? Oh, okay. Auf Dachboden sind Babys. Oh. Also so kleine ich bin Puppen. Im Schlafzimmer. Hast du, wir müssen mach doch schnell ein Video, lad auf YouTube hoch. Wo seid ihr, Leute? Vielleicht kann ich die Köpfe für den Kamin mitnehmen. Leute, oh, Tobi! Tobi, was? Nee, da, die Tür ist zu. Du machst nur Hä? Da ist jemand. Da seid ihr. Hallo. Moin. Oh, Alter, das war voll eklig gerade, Mann. Ich will nicht alleine sein. Ja, wir haben gerade erst ins Spiel reingeguckt, wir kennen es halt noch gar nicht, ne? Wo sind wir deswegen, denn hier? An HWSQ in der Zukunft, ich weiß, ihr fasst euch am Kopf, weil wahrscheinlich schon ganz viele Folgen davon später aufgenommen haben. Bibliothek? Guck mal, hier geht es draußen. Da kommt sie wieder angeflogen irgendwo. Oh, hier draußen ist auch schön. Tobi, lass mich nicht allein. Ja, ich bin hier auf der Terrasse gerade. Oh, da hinten fliegt sie. Wow, was für ein Blitz. Hey, wie kann man das? Also man bekommt halt keine Einweisung, das ist halt irgendwie strange. Ja, müssen wir vielleicht für die zweite Folge nochmal gucken. Aber ihr könnt es übrigens auch im PvP-Modus spielen, wollte ich noch sagen. Da muss man sich wohl gegenseitig die Puppen irgendwie wegnehmen. Oh, ist das schön hier. Pimmel vs. Pimmel ist PvP übrigens. Battle Royale. Pimmel vs. Pimmel, Alter. Oh Gott, da kommt wieder der Rasenmäher, Tobi, Vorsicht. Hi!
Das ist privat hier. Wo bist du? die Schatten von euch! Die Schatten von euch! Könnt ihr das bitte nochmal machen? Was denn? Oh, das sieht sehr Vorsicht. Falsch aus. Sie fliegt unten rum. Schön. Erik, bist du immer noch bei ihr oder was? Nö, ich suche euch gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Also, ich hab eine markierte Puppe. Ich höre irgendwas. Ja, ich auch. Unten, sie ist unter uns oder so. Nö, die ist, oder? Schlafzimmerschlüssel, guck mal hier. Die Tür braucht einen Schlafzimmerschlüssel hier, Curry. Die hier. Ach so. Hier, oder was? Das scheiß Zimmer braucht man einen Schlafzimmerschlüssel, oder was? Ey, dafür habe ich die jetzt, dafür habe ich den Schlüssel jetzt verbraucht, oder was? Ist das das Schlafzimmer da hinten? Nee. Oh, ach, da geht's nach oben, okay. Was machen wir hier auf dem Dachboden? Was ist hier? Oh nein, Vorsicht, hier gibt's diese kleinen Babypuppen. Ja, boah, die musste ich alle sehen, ey. Die werden alle geköpft. Hey, ist aber nicht. Vorhin war hier eine. Hast du dir wieder was eingebildet, Tobi, oder was? Oh, da hat was gelacht. Ja, siehst du? Das war Tobi. Dachbodenschlüssel. Ja, das ist Tobis Lache, die erkenne ich immer. Hier sind kleine Füße, Erik, guck mal, hier sind kleine Füße unter der Tür. Da, guck mal, die bewegen sich. Dachbodenschlüssel, okay. Ich höre was. Hallo. Boah, wie die am Lachen sind. Okay, ich höre die schon wieder. Die kommt ja... Ohne Scheiß, wo soll man denn da? Kann ich Notizen krass, lesen? Nee, ne? Als Popper kann ich nicht lesen. Okay. Oh, ich glaube, die ist unter uns gerade, oder? Ich kann hier so viel Holz finden. Uns, Kevin, die ist immer unter uns. Warte mal, ich guck mal in die Steuerung. Flashlight mit X, Sprint, Scores, Pause, Jump. Ja, toll. Aber ich will unbedingt jetzt diesen Dachbodenschlüssel haben. Ja. Wo kriegt man den Schlüssel? Curry, hast du den Schlüssel gefunden? Einfach so? Der lag einfach eben. Oh Gott! Sie ist oben! Sie ist oben! Sie ist oben! Curry, bist du runter? Ja, ich bin runtergelaufen. Okay. Vorsicht, sie kommen jetzt von hinten. Wie von hinten? Ja, die flog ja einmal rum auf dem Dachboden. Das ist ja irgendwie so ein Kreis. Oh, da kommt sie runter. Ja, guten Tag. Hallo. Sieht schon cool aus. Warte, Tobi, ich block die mal. Oh, Curry, Curry, nein, Curry, nein, Curry, nein, 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 nein. Der Tobi sitzt ganz alleine. Ist das dein Ernst, Curry? Curry, ist das dein Ernst? Hi. Hey, hier ist eine Puppe. Und die ist jetzt auch markiert, die Puppe, ne? Und jetzt? Wie läuft die denn? Ja, ne? Warte mal, bis die Treppe hochgeht. Die sieht aus, als hätte ich echt in die Hose geschissen. Aber die, mal abgesehen davon, sieht die echt cool aus. Also, ja, animiert ist auch ganz cool. Also vor allem, wenn die fliegt. Mami, Mami. Mama, gib mir Milch. Warum sind wir denn so klein? Ich verstehe das nicht. Gib mir Milch. Kannst du uns vielleicht aufheben, Tobi? Alter, du springst. Alter. Wo ist der Tobi? Hey, ihr? Tobi, wir sind im Keller gerade. Ja, wir sind hier bei ihr halt. Wir sollten vielleicht wirklich beim Tobi bleiben und nicht bei ihr, sonst bringt das ein bisschen von der Spannung Wir auf. Könnten aber vielleicht schon mal die Gegend abscouten nach anderen Schlüsseln, die dem Tobi helfen oder Tobi, so. Tobi, ich seh dich. Ja, hier ist ein Schlüssel, hier ist ein Schlüssel, hier ist ein Schlüssel. Echt? Wo ist hier? Hier. Ach, ja. Komm mit. Hä? Oh, hier ist aber auch so eine komische Puppe. Hallo, tschüss. Hi, da ist eine Puppe, Tobi. Hey. Ja, du hast sie in der Hand. Hier ist Schlüssel. Ja, genau, das ist der Schlüssel oder die Schlüssel, die ich gedroppt habe. Ach so. Schlafzimmer. Saalschlüssel und Schlafzimmerschlüssel. Okay, Saalschlüssel können wir hier vorne gebrauchen, glaube ich. Oh, den braucht man irgendwie oben, glaube ich, oder? Saalschlüssel. Also, durch die Tür. Das war diese hier. Also, oh, warte, sie kommt da um die Ecke gerade. Sie kommt gerade, Tobi, Vorsicht. Warte, sie läuft weiter, sie läuft weiter. Nee, die Tür zu. Soll ich aufmachen? Hierfür braucht ihr Saalschlüssel, der Erik hat recht. Ja, sag ich doch. Tobi. Können wir die aufhalten? Nee, die lacht schon alles drüber. Du bist doch bestimmt noch minderjährig, Mädchen. Das können wir nicht machen. Die wird jetzt zwischendurch immer ihre aggressiven Phasen. Sonst läuft die hier, glaube ich, rum. Saalschlüssel, genau, hier, das ist die Tür. Komm mal. Cool. Aber die läuft halt auch. Vorsicht, sie kommt wieder. Vorsicht, Tobi. Hier bin ich. Wohin? Ja, aber jetzt hau ab, Tobi. Die kommt hier auch hinterher gerade. Okay, wir können schon mal in den Saal reingehen. Aber ist doch gut, guck mal, da hat er sich schon mal. Toll, jetzt sind wir einfach wieder hier in der Lobby drin. Ja. Ah, okay, ja. Wow. Ja, aber lass mich trotzdem noch Oh Gott! Tobi, ich glaube, sie kommt. Ich hab die Tür mal zugemacht, aber ich glaube, das bringt nicht viel, ne? Ich glaube, die ist gerade irgendwie gegen eine Tischkante gelaufen oder so. Wow! Genau so fühlt sich das dann auch an, ne, Mai. Hier lacht wieder jemand. Waren wir auch schon? Wo verbrennt man die Puppen? Das müssen wir noch rausfinden, ne? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das unten im Keller passiert, vielleicht. In diesem Ofen, meinst du? Wieder rum, Alter, guck mal, wie sie hier rumfliegt, ey. Hier brauchen wir einen Haustürschlüssel.
Ach, das ist tatsächlich die Lobby hier. Okay. Das ist nur ein Füller? Was macht die denn so? Will die? Ja, die gehen immer unten in den Keller. Oh, hier sind Streichhölzer. Hier liegen Streichhölzer, die man nehmen kann. Hab ich schon. Du bist zu klein, um das zu tragen. Vielleicht kann dir jemand helfen. Ach so. Kellerschlüssel. Ich bin zu klein, um das zu tragen. Kellerschlüssel. Ich hab mich halt echt, ob wir uns wieder groß machen können. Hier kann man sich irgendwie durch die Decke backen. Ich denke mal, dass wir vielleicht für die Puppen halt, wenn wir die verbrennen, dass wir dann wieder groß. Aber was ist denn da der Sinn? Das wäre cool. Aber wir waren doch schon im Keller gewesen, oder? Ja, eben, aber da hatten wir keine Streichhölzer. Ich versuche mich mal durchzubacken hier irgendwo. Also hier ist irgendwie sowas wie ein Ofen. Ja. Oder ist das irgendwie so. Sie ist hier bei mir, glaube ich, irgendwo. Ja. Alle doch nicht. Ich bin im Keller, aber hier ist halt kein Ofen, gar nichts. Strange, ey, das gibt's doch nicht. In der Küche ist ein Essensfahrstuhl, aber auch kein Ofen. Hier ist auch Küche, was man machen muss, ey. Okay. Kann ich jetzt auch hier was aufheben? Nee, du bist zu klein, um das aufzuheben. Lass dir von einem Freund helfen. Hä? Lass dir von einem Freund helfen, heißt. Tobi, kannst du uns. Oh, lauf mal. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Schlafzimmerschlüssel hinter uns. Ich glaub nicht, dass er uns aufheben kann. Mein Gott, wo ist die? Was ist hier los, Alter? Ja, das kann sein. Hierfür braucht man den Schlafzimmerschlüssel. Ja, die ist hier, die kommt jetzt hier in den Gang rein. Hier, hier, Tobi, die Tür kannst du aufmachen. Die geht wieder in den Keller runter. Ah, hier ist ein Schlüssel, hier ist ein Schlüssel. Oh Gott. Hier ist ein Schlüssel. Ach, cool. Das ist ein Curry. Vorsicht, sie kommt durch die Küche, sie kommt durch die Küche, sie kommt durch die Küche. Oh, das ist nicht cool. Nee, sie ist hinten durchgeflogen. Ah, sie ist weg, sie ist weg. Welche Schlüssel hattest du genommen? Ich weiß nicht, was das ja, gute Frage. Aber wir haben auf jeden Fall noch einen weiteren Schlüssel. Ich glaube, Dachbodenschlüssel. Wir müssen neun Puppen verbrennen. Wir müssen neun Puppen verbrennen. Dachbodenschlüssel! Ja, Tobi, sind wir hoch. Ja, Mann, oh, wie geil. Vorsicht. Die ist hier oben, oder? Lass uns vorgehen. Oder ist sie hier unten? Nee, die ist unten, oder? Was ist denn hier? Oder oben, wer weiß. Oder oben, ja, oben kann sein. Warte, Tobi, wenn du jetzt vorgehst und sie kommt, dann... Wir quetschen das Spiel übrigens gerade hier zwischen unseren Aufnahmen, die wir schon aufgenommen haben, weil wir das unbedingt aufnehmen wollten. Ja. Nur nicht, dass ihr verwirrt seid, dass dann irgendwie das mitten in TTT oder so aufhört. Waren die Füße nochmal? Ach, hier. Hier, oder? Wo? Oh, warte mal, seid ihr schon auf dem Dachboden? Wie komme ich da hin? Warte, lass mal. Okay, ja, hier sind die Füße. Wie komme ich nach oben? Wo ist denn die Treppe? Einfach die Treppe ganz nach oben gehen. Oh Gott, das sind zwei. Oh, sie kommt. Warte mal, sie fliegt hier gerade rum. Ja. Stehen ineinander. Ist das auch unten, oder? Hä? Ist das Schlafzimmer? Hä? Die hat mich gerade eingesperrt im Schlafzimmer. Was? Geil. Wie kommst du da jetzt nicht mehr raus? Ich bin über den Balkon entkommen gerade. Soll dir einer entgegenkommen? Soll ich dir entgegenkommen, Hase? Ja, das wäre super, weil ich bin verloren. Komm mal noch. Hier ist irgendwie alles abgesperrt. Curry ist schon auf dem Weg. Oh, aua. Curry ist auf dem Weg. Ich bin gerade abgestürzt in die Bibliothek, warte. Ich bin hier unten. Ich bin in der Lobby. Nachdem die Rituale abgeschlossen waren, verbrannten wir die Leichen im Keller. Wir verbrannten sie in Heizkesseln. Dies sorgte dafür, dass ihre Seelen in das Licht reichen. Heizkesseln, okay. Ah, super. Okay, hier ist übrigens die Frau schon wieder. Die läuft hier gerade durch die Lobby. In der oberen Etage, aber. Ich komme hier gerade nicht weiter. Das Haus ist halt verwirrend, ne? Such einfach den Lobby. Oh, sie kommt nach oben. Sie ist auf dem Dachboden, da bin ich jetzt auch. Ich bin einfach hinterhergegangen. Sie ist auf dem Dachboden, Vorsicht. Jetzt geht's wieder runter. Sie geht wieder runter. Bin ich nicht mehr im Dachboden. Jetzt kommt sie wieder hoch, ist auf dem Dachboden. Vorsicht. Ja, wir sehen. Oh. Ich bin auf dem Dachboden. Sie kommt wieder zurück zu uns hier. Sie hat sich deportet gerade. Okay. Heißt aber nichts, sie kann jeden Augenblick wieder zurückkommen. Okay, ich bin in der Lobby, warte kurz. Ich gehe eben hier nach oben. Da müsste immer noch eine Tür sein. Irgendwo hier, oder? Ja, okay. Diese Türgeräusche sind okay, hoch. Überall, ne? Das ist... Oh Gott! Ich komme hoch. Ah, da vorne komme ich. Hier rechts. Ja, rechts. Ja, hallo. Wie hoch, ey. Ja, das ist echt voll übertrieben. Hui, wir sind kleine Akrobaten. Okay, let's go. Wow. Oh Gott, die laufen alle los. Ja, die laufen alle weg. Du hast sie freigelassen, das sind alle andere Umbalumpas. Nein, hier ist noch eine, aber die da oben ist so... Da oben ist der Schlüssel, ja. Oh, cool. Kellerschlüssel auf jeden Fall. Ja. Verbrennen. Ja. Jetzt geht's los. Hui. Warte, Tobi, du darfst jetzt nicht drauf. Tobi, du bist letzte Hoffnung. Vorsicht, sie kommt.
Aber ist nicht oben, oder? Ah, ich weiß nicht. Nee, sonst hätten wir sie, glaube ich, schon gesehen. Sie ist ein Stockwerk tiefer. Ich fände es aber irgendwie cooler, wenn die jetzt hier oben wäre. Hä? Wenn man weiß, wo die ist, ist irgendwie besser. Ja. Hä, wie motiviert war die denn? Tobi. Wir müssen jetzt in den Keller. Bäm, ich hab gesagt. Der ist einfach ganz runtergejumpt. Ja. Ist aber kürzer. Hey. Okay, wie kommen wir in den Keller? Hier vorne, in der Küche. In der Küche war das. Okay. Ihr müsst vorgehen. Hä, der Baby geht mit, freiwillig. Ja, nice. Das krieg ich gleich einen heißen Urlaub. Okay, warte mal, links oder was? Nee. Hier ist so eine Puppe, die ist aber nicht markiert. Okay, hier ist ein Bad. Hier ist das Keller hier vorne. Das Keller, Tobi, ganz ruhig. Ja, klar. Hä, was seid ihr? Scheiße. Warte, Tobi, lass mal. Warte mal, Pan. Ja, ich hab's verpasst. Hä, die Kleider. Hier ist Holz. Ich bin zu klein. Ah, ich hab's verpasst. Ah, jetzt. Ja, hier bin ich. Okay, ist das hier? Ist das hier der Ofen? Okay, wo ist der Keller? Wo ist die Kellertür, die noch nicht auf war? Hier ist auf jeden Fall Kellerschlüssel. Also die brauchen alle Kellerschlüssel hier. Okay. Hier, ne? Ja, hier. Alle. Oh mein Gott. Wo seid ihr denn? Ich sag dir, wenn sie runterkommt. Ja, wo seid ihr denn? Ach, da. Also, das war noch irgendwo eine Tür. Sie kommt runter. Okay. Sie kommt runter. Von wo? Sie ist schon unten im Keller. Von wo? Aggressiv oder gehend? Gehend, nee, sonst hörst du das. Die brummt. Aggressiv? Achso. Die brummt. Ah, ja, alles klar. Sie kommt, Tobi. Okay. Nee, jetzt geht sie wieder weg. Jetzt geht sie wieder hoch, sie geht nach oben. Hier ist die Kellertür, Tobi. Hier sind aber überall abgeschlossene Türen. Pass bloß auf, Tobi, komm nicht her. Ah, die fliegt oben rum, die leuchtet so ein bisschen durch die Gegend. Cool. Geiler Lichteffekt, Oma. Wo ist Tobi? Also alle Türen im Keller brauchen den Kellerschlüssel. Alle Türen. Egal welche du aufmachst. Hier ist der Ofen. Ja, wo? Was denn hier? Wo ist hier sein? Hier geht's irgendwie hoch. Oh, ich höre was. Nee, da geht's wieder hoch. Nee, da geht's hoch. Ich bin jetzt wieder hier. Tobi. Wo ist der Ofen? Ja. Okay, du hast Streichhölzer und Holz, ne? Ja. Okay. Hier. Ah, perfekt. Und jetzt? Geil. Wo seid ihr? Warte, komm. Hasse. Ja? Warte, ich guck gerade, ich... Ich bin jetzt... Oh, Vorsicht, sie kommt. Nee? Warte, ich bin jetzt in dieser komischen Küche? Ja. Okay. Ui! Springen ist ja keine gute Idee. Hä, warum sind denn überall diese Kinder, die hier rumrennen? Die ganzen Babys, Alter. Ah, nein. Hier ist der Ofen auf, Tobi. Rechts hier. Ja. Stell mich mal vor die Tür, da geht die bestimmt nicht auf. Hey, ich bin da reingegangen, ich bin wieder normal! Geht in den Ofen! Oh ja, du bist wieder normal! Spring in den Ofen! Also, markier den, also drück. Ja! Oh. Jetzt, Erik, du! Ja, geil! Oh, cool! Ja, nice! Cool! Da sind wir wieder! Juhu! Okay. Ja, hä, wieso bin ich so groß? Ich bin viel größer als ihr jetzt! Hä? Ihr seid doch für mich alle winzig! Was? Hä? Ihr seid für mich alle ganz klein! Ihr geht mir bis zur Brust maximal! Ich bin größer als der Türrahmen hier! Hä? Vielleicht lösen wir das Mysterium in der nächsten Folge! Ja, machen wir! Was? Oh, achso! Ja, achso, ja, juhu! Ich hab auch Streichhölzer übrigens. Wir müssen uns beeilen. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.